Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich mit euch ja mal wieder ein Upcycling-Video machen. Und ihr seht es schon, hier liegen ganz viele Deckel ja von Konservengläsern. Und eins habe ich also auch hier, das ist ein bisschen dicker, ein bisschen runder, das ist ein Gurkenglas. Und daraus möchte ich gerne mit euch heute eine kleine Laterne machen. Ja, die man dann auch draußen oder drinnen, ja, für schönes Licht gemütlich hinstellen kann. Als erstes ist dafür notwendig, dass wir mal, das ist praktisch der richtige Deckel zu diesem Glas hier. Und da drauf kleben wir, soll erstmal so ausprobieren, welche da jetzt gut drauf passen. Mal sehen, wie das so aussieht. Ja, ich denke mal fast drei reichen. Unten drunter haben wir dann ein paar mehr. Und ja, dafür habe ich jetzt mal einfach hier ganz normales Pattex vorgesehen. Ich denke, da geht auch eine Heißklebepistole oder was auch immer ihr da so zur Verfügung habt. Und ja, das kleben wir jetzt mal hier. Machen wir mal den Kleber hier ran. Und gleich den nächsten noch hinterher. Ja, das ist, habe ich mir vor oben gedacht, möchte ich noch oben einen Ring raufkleben. Dann glaube ich, einen kleinen Augenblick festhalten. Und danach werden wir das noch in Schwarz antupfen. Und so, dann haben wir noch dieses Gurkenglas hier. Ne, das seht ihr, ist so ein ganz normales. Ich muss ab und zu mal hier gucken. Das mit dem Ring hier draufkleben, das war jetzt eben ein bisschen kompliziert, dass der da auch oben drauf stehen bleibt. Musste ihn jetzt ein klein bisschen halten. So, und jetzt kümmern wir uns mal um dieses Gurkenglas hier. Ja, und da habe ich hier so Kreppband, ne? Und das muss ich mir meine Brille aufsetzen, weil es auch schön gerade machen. Das möchte ich gerne hier oben an dem Rand schön rumkleben. Und oben kleben wir nochmal das Klebeband rum, das Kreppband. So sieht das jetzt hier mal aus. Und ich sehe gerade, hier ist nicht ganz übereinander. Hier müssen wir es natürlich schon, dass es gut parallel abschließt. Jetzt, so sieht das. Und jetzt möchte ich gerne den oberen und den unteren Teil, den nennen wir jetzt mit schwarzer Farbe, antupfen. Hier sind die Pinsellöffel. Ja, und das ist schwarze Acrylfarbe. Fangen wir mal hier oben an. Ja, und die Deckel machen wir natürlich nachher auch noch in Schwarz. So sieht das jetzt mal aus. Und jetzt noch den unteren Teil. So sieht es jetzt aus. So rum ist es eigentlich. Und das lassen wir jetzt mal kurz trocknen. Und dann gucken wir mal, ob wir es nochmal machen müssen. Und wenn das hier alles schön getrocknet ist, dann tupfen wir auch noch die Deckel. Ich tue es jetzt mal ein bisschen zur Seite, weil in der Zeit, wo das hier trocknet, können wir noch was schon vorbereiten. Und zwar möchte ich dann hier noch, ich habe hier so Holzstäbe. Ja, das sind eigentlich so wie so Schaschlik-Pieker. Die haben aber hier oben, sind sie ein bisschen breiter und hier unten haben sie natürlich eine Spitze. Das müssen wir jetzt gleich mal noch abbrechen. Einfach diese Holzspießchen jetzt hier alle erstmal auf eine Länge machen. Ja, kann man einfach abbrechen und dann hier wieder gucken, wie lang muss es sein. So, ich denke, die sollten reichen. Und die müssen wir jetzt auch nochmal schwarz antupfen. Mal sehen, wie viel wir denn brauchen, kann ich gar nicht einschätzen. Aber lieber ein paar mehr. Ja, ich bin ja ein großer Freund vom Recyceln oder Upcyceln. Und ja, bevor wir die Gläser halt wieder in einen Glascontainer schmeißen und die ganzen Deckel auch alle wegschmeißen, habe ich gedacht, können wir uns da draußen noch eine schöne, gemütliche Laterne machen. Und jetzt haben wir ganz viel vorbereitet, ja, das Glas betupft. Dann haben wir hier drüben, ich will es mal nicht berühren, dort haben wir die Deckel aufeinander geklebt und schon mal oben noch ein Holzring drauf.
Und das muss jetzt alles trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist alles getrocknet und jetzt werden wir nochmal das Oberteil auch schwarz antupfen. Dann werden wir es fertig machen, unsere kleine Laterne. Ich glaube, da nehme ich nochmal einen anderen Pinsel. Die Rillen lassen sich vielleicht doch besser auch mal mit einem anderen Pinsel machen. Ja, geht besser. So. Das Gute ist ja, dass oben schon der Deckel schwarz ist. Dann brauchen wir den gar nicht mehr. Jetzt nur hier unten. Ordentlich. Das haben wir jetzt fertig. Ja, das ist das Unterteil. Die habe ich auch einfach ja, so Deckel aufeinander geklebt. Es ist genauso wie diese hier. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das gemacht habe, hat die Aufnahme nicht richtig funktioniert. Aber ich habe es jetzt trotzdem so gelassen und zeige es euch gleich im Ganzen. Aber jetzt werden wir erstmal hier Kreppband abmachen. So, und dann werden wir diese Holzspießchen jetzt hier mal außenrum raufkleben. Habe ich mir jetzt nochmal einen anderen Deckel genommen. Und jetzt kleben wir um dieses Gurkenglas ja, diese kleinen schwarzen Stäbe drumherum. Und dazu nehmen wir einfach wieder Patex. Und nur mal gucken, weil eben kam ja hier so irre viel raus. So, und ihr wisst es ja, ich zeige euch das nachher nochmal von Namen gleich, wenn alles fertig ist. So, zeige ich euch jetzt schon mal. So, seht ihr das mal, ne? Das ist ein bisschen ungleichmäßig, aber ja, so ist es eben bei selbstgemachten Sachen. Und dann haben wir ja jetzt hier den Fuß und da kleben wir jetzt mal das ganze Glas drauf. Und das ist noch nicht ganz getrocknet, das müssen wir noch kurz abwarten. Und dann sind wir aber auch schon gleich fertig. Ja, zum Finale treffen wir uns gleich nochmal wieder. Nun ist unsere selbstgemachte kleine Laterne fertig. So sieht sie aus. Ja, wunderbar. Und hier oben kommt dann sozusagen der Deckel drauf. Und ja, ich habe, da geht natürlich nur ein LED-Licht rein, weil sonst kommt ja da kein Sauerstoff rein. Aber so sieht sie aus. Und ich zeige euch jetzt das nochmal, wie es aussieht, wenn es im Dunkeln ist. Ja, und einmal möchte ich euch das natürlich auch so im Halbdunkel zeigen, damit ihr dann seht, wie das jetzt so, ups, wie das mit dem LED-Licht hier drin aussieht. Also finde ich wirklich ganz niedlich und ja, macht's nach. Viel Freude dabei. Und nun nochmal von Namen. Hier sind die unteren Deckel. Hier drauf ist das Gurkenglas mit den schwarzen Holzspießchen. Und hier oben drauf sind die anderen Deckel mit dem Holzring. Ich finde, sie ist wirklich sehr gut gelungen. Also ist schon besonders, kann man sich schön hinstellen. Und ja, wie gefällt sie euch? Ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, lasst es mich mal wissen in den Kommentaren. Ich freue mich über eure Likes, über eure Abos. Und bei mir ist es so, dass jeden Samstag um 8 Uhr lade ich ein neues Video hoch. Deshalb sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis dahin. Habt eine gute Zeit.